Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinen ersten Minuten, schrägstrich Stunde in Space Engineers. Ein Spiel, das momentan noch in der, wie nennt man das, Beta, Open Beta, so heißt es ja nicht wirklich, aber naja, sagen wir einfach mal, das Spiel ist noch nicht offiziell released. Aber man kann es im Prinzip wie Minecraft Alpha oder wie Minecraft allgemein so spielen, während noch daran gearbeitet wird. Also toll. Ich mache vielleicht ein Let's Play daraus. Es kommt ganz drauf an, wie ich das Spiel finde und ob es meiner Meinung nach für ein Let's Play geeignet ist. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich irgendein Spiel dieser Reihe spiele, also Space Engineers, Medieval Engineers. Sag ich mal nein, weil Video Tutorial hört sich jetzt nicht so interessant an. Learning by doing und so. Quick Start. Okay, ich bin schön überfordert. Nein, ich guck mir mal alle Einstellungen an. So. Description. This is my Let's Play World. Hooray. Okay, Creative Survival. Okay, Minecraft. Hallo. Realistic. Wir nehmen mal Survival. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, aber in Minecraft hat man auch am Anfang Survival nehmen können. Das ist dann auch der Sinn des Spiels irgendwie. Ich weiß nicht, ob Creative dann noch den Sinn des Spiels ist. Egal, Visibility, bla bla bla. Nee, lass mal offline erstmal, bitte. Save. Okay. Armageddon. Okay. Asteroid Mount. Ja, nehmen wir das hier. Autosave für Mods. Advanced. Okay, lassen wir das mal. Was haben wir denn hier? Oh. Starte auf einer Asteroidenplattform mit einem großen Schiff und zwei kleinen Schiffen. Starte auf einer grünen Asteroidenstation. Was ist der Unterschied zwischen grün und rot? Naja. Mit einigen großen Schiffen und kleinen Schiffen. Dies ist eine große Szene. Lone Survivor. Starte auf einer verlassenen Asteroidenplattform mit keinen Schiffen. Du musst ganz vom Anfang starten. Ja. Gecrashtes rotes Schiff. Bla bla. Bla. Oh ja, das ist ja super. Nee, nehmen wir mal easy, komm. Nehmen wir mal. Name is too short. Verarschen? Okay. Let's play. So, habe ich wieder mal die ersten 5 Minuten des Videos im Hauptmenü verbracht. Toll, Chris. Super. Conservation of energy states that energy can be neither created nor destroyed. However, energy can change forms and energy can flow from one place to another. The total energy of an isolated system remains the same. The first law of thermodynamics. Okay. Ja, das ist auch im Prinzip die Premise von dem Magiesystem aus meinem Fantasy-Buch. Das ist interessant. Also das Energie, man kann im Prinzip Energie nur von einem Platz auf den anderen verschieben und nicht neu erstellen. Okay, die Maus fühlt sich ein bisschen komisch an. Naja, egal. So, was haben wir hier? Alter, was will das Spiel von mir hier? Super epic Musik. Wo zielst du drauf? Kanone? Wo zielst du?
Übrigens, ich finde das interessant, dass ich direkt am Anfang des Spiels schon den richtigen Knopf gefunden habe für Third Person, nämlich V. Steht doch unten nicht, oder? Ich habe da gerade gar nicht drauf geguckt. Bitte. Ich möchte nicht. Okay, anscheinend muss man in die Optionen gehen. Hä? Show Control Hints. So. Ah, okay. Das ist irgendwie dumm. Dass man das so machen muss. Okay, okay. Cool, coole Sache. Okay, mit dem Mausrad kann ich zoomen. So, und mit den Nummerntasten kann ich also zwischen den Items wechseln. Die Frage ist jetzt, wie wechsle ich zwischen diesen verschiedenen Tabs? 1, 2, bin jetzt Stil. Okay, kann ich nicht bauen. Ich wollte das auch eigentlich gar nicht bauen. Steuerung ist anscheinend bauen. Was denn ein linker Mausbutton? Ist auch bauen. Rechter Mausbutton macht gar nichts. Leertaste ist springen. C ist do. Es gibt ducken. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und dann gibt es auch noch sprinten. Ach du Scheiße. Ey, ich spiele das Spiel übrigens gerade, weil es gerade für 3 Tage lang free ist auf Steam. Und ja. Ich muss mal gucken, ob ich mich aber zeigen lasse und es danach vielleicht kaufe. So, was passiert, wenn ich jetzt was ganz Lustiges mache? Okay. Jetpack on. Coole Sache. So. Habe ich irgendwie... Oh! Momentum! Nein! Kann ich mich irgendwie nach vorne so bewegen? Ah, einfach W. Okay, hätte ich auch mal drauf kommen können eigentlich. So, mir wird gerade schwindelig. Nee, mir nicht, aber ich frage mich gerade, wie ich wieder... ja. Ich würde gern wieder auf dem Boden. Hallo? So, wie schalte ich den Jetpack aus? Null vielleicht? Ah, damit wechsle ich gar kein Item aus. Tab? Nee. Bla bla. Hey! Yay! Das ist ja cool. Das gibt dem Medieval Engineer nicht. Hehe. Oh, what the? Okay. G ist anscheinend alle Items, die es im Spiel gibt, auswählen können. Bitte darf ich das Jetpack ausschalten? Broadcasting on, Broadcasting off. Was heißt Broadcast? Also ich weiß, was Broadcasting heißt, aber was heißt es im Kontext des Spiels? Kann ich irgendwie eine Nachricht durch die ganze Station senden? Oder ist das irgendwie für Multiplayer? Leute, ich würde Jetpack gern ausschalten. Color Picker. Okay. Hi. Please tell me how to turn off the jetpack. Please. Okay. Ich bin alleine im Weltall. Niemand da. Ah, okay, okay. Jetzt habe ich herausgefunden, wie man die Tabs wechselt mit dem Punkt und Komma Buttons. Okay, es wird lächerlich. So, Jetpack, Secondary Mode, none? Achso, rechte Mausfahrt, okay. Jetpack, X. Habe ich das nicht gerade gedrückt? Anscheinend nicht. Okay, Jetpack aus. Die Frage ist jetzt, hat mein Jetpack begrenzte... Ich verliere Energie, merke ich gerade so. Ist es mein Sauerstoff? Das wäre unvorteilhaft. Ich habe nur noch fast 80%. Jetpack hat aber nichts mit Energie zu tun. Ich kann gerade nicht feststellen, ob dadurch Energie... Ja, ich glaube dadurch... verringert sich die Energie schneller. Ja. Dadurch, also durch Jetpack verringert sich die Energie eindeutig schneller. Das ist schön. Ich habe noch gar nichts geschafft und es sind schon keine Ahnung wie viele Minuten im Spiel. Okay. So, was ist das hier? Warum leuchtet das gelb? Was kann ich damit machen? Anscheinend überhaupt nichts.
Okay, F und Leertaste ist beides springen. Ich drücke hier gerade linke Maustaste, rechte Maustaste. Anscheinend gibt es keinen Aktionsbutton. Es muss doch einen Aktionsbutton geben für so Dinger. Tut mir ja leid. T? Verarschen. Nö, das machen wir mal auf E. Das machen wir mal auf E. Dankeschön. Reactors? Okay. Suicide. Okay. Moment, Moment. Ich muss kurz gucken, dass ich auf keinen Fall Backspace drücke. Okay. Also das merken wir uns. Auf keinen Fall Backspace drücken. Sonst sind wir buchstäblich des Todes. Okay. Ah, hier kann ich mein Modell, also meine Farbe ändern. Coole Sache. Ja, würde ich sagen. Oi. Cool. Ja, was ist das denn? Gravity Generator. Okay. Kann ich nicht ausschalten. Ich habe immer noch Schwerkraft, okay. Ey, was ist das denn? Da kommt näher. Da kommt was näher. Da kommt eine Antenne näher. Was ist das? Okay, jetzt habe ich Angst. Da kommt was näher. Ich finde das nicht gut. Leute, ich glaube, wir werden angegriffen. Ach du Scheiße. Ich gehe mal besser ins Schiff. Kann ich ins Schiff gehen? Ich glaube, ich muss ins Schiff gehen, weil... Ich glaube, wir werden gerade angegriffen. Guck mal, stellt mal an, da kommt was näher. Ist zwar noch gut 9 Kilometer entfernt, aber da kommt was näher. Gibt es irgendwie ein Fernglas oder... Hey, was ist denn da? Da ist ein Schiff. Da floatet einfach mal ein Schiff in der Gegend rum. Ich hab Angst. Ich hab Survival Mode gewählt. Das war vielleicht keine gute Idee. Sprinten wir mal hier durch. Ui. Immer mit der Ruhe. Ui. Kann ich da drauf? Ja, mit Jetpack, aber... Ich wollte jetzt eigentlich nicht schon wieder den Jetpack anmachen. Ach komm. Was ist das da? Für ein Item. Warum fliegt da... Warum fliegt da eine Box in der Luft rum? Warum wird die nicht von der Schwerkraft betroffen? Warum werde ich von der Schwerkraft betroffen, wenn sie nicht von der Schwerkraft betroffen wird? Okay. Wechseln wir mal auf First Person. Cargo Container. Da ist nichts drin. Someone else is using this ship. Hä? Oh! Kann ich jetzt abdocken? Mit dem großen Ding hier? Ach du Scheiße. Ich glaube, ich bin nicht dafür qualifiziert, Leute. Nee, ich glaube, ich bemann gerade die Kanone, oder? Bemann ich gerade die Kanone? Also da ist ein Fadenkreuz. Ich kann auf jeden Fall überhaupt nichts machen. Also lasse ich mal besser wieder. Ach so, ich glaube, das ist nur ein Passenger Seat, also ein Beifahrer. Ja. Halt Sitz, ne? Ich sollte herausfinden, wie man hier Dinge tut, bevor dieses Schiff oder was auch immer auf mich zukommt. Auf mich zukommt. Hey, komm, das jetzt aber... Hier kann ich jetzt aber was machen. Ach, shit. So. Sorry dafür. Jetpack anmachen. Kann es sein, dass mir Kilowatt fehlen? World Let's Play Saved. Das ist toll. Hey, das Ding entfernt sich wieder von mir. Das Ding entfernt sich wieder von mir. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Also anscheinend fehlt mir Energie. Weil ich habe da gerade rechts mal geguckt. Da stand ein bisschen Kilowatt 6000. Das ist viel. Also mir fehlt Energie. Wie krieg ich denn Energie? Sag mal. Wie krieg ich Energie? Vor allem, wie kriege ich irgendwie Stahlplatten oder was ich hier brauche, um Dinge zu bauen? Weil ich sehe hier irgendwie gerade keine Asteroiden oder so, wo ich irgendwie was abbauen könnte.
Dann wiederum habe ich die Easy Start World genommen. Also eigentlich müsste ich hier was tun können. Hey, die Brücke! Die Brücke. Okay. Ja, uns fehlt immer noch... Ah, nee, nur 600, nicht 6000. Okay. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel so ein Schiff braucht, ne? Ja. Auf jeden Fall kann ich mir hier Multiplayer richtig geil drin vorstellen. Hey, da hinten ist irgendwas. Ein Asteroid vielleicht? Multiplayer kann ich mir hier richtig geil drin vorstellen. Wenn hier einfach... Wenn hier so viele Sitze sind. Und dann gibt es ja anscheinend auch mehrere Pilotensitze oder so. Oder vielleicht... Vielleicht war das da hinten dann der... hier der Kanonensitz. Kann ja sein. Der hier in dem Raum, glaube ich. Nee, da war er, genau. Aber... Ja, ich frag mich gerade. Okay, hier kann ich raus. Aber bringt mir jetzt nicht so viel. Ich verliere übrigens immer noch Energie. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass ich immer noch Energie verliere. Weil das verunsichert mich gerade etwas. Ich habe gerade auch Leben verloren. Okay. Ich meine, ist schwerkraftlos, aber Fallschaden gibt es trotzdem. Jojo. Wie kriege ich denn Energie wieder zurück oder Leben? Gibt es hier irgendwo ein Bett, wo ich mich schlafen legen kann? Ich meine, ich habe Zeug, was ich bauen kann, aber anscheinend fehlen mir dafür die Ressourcen. Also vielleicht soll ich mich einfach mal in ein Schiff setzen. Gucken, ob die genug Energie haben. Ich fliege mal da hoch zur Antennenplattform. Die sieht nämlich aus eigentlich wie ein Solarpanel. Da müsste man doch eigentlich Energie reinkriegen können. Es sei denn, das ist nur irgendein Teil für die Antenne. Also an der Antenne kann ich jetzt nichts machen. Und dann gucken wir mal, was sind das denn hier für Schiffe? Also es sind offensichtlich verschiedene Typen von Schiffe. Die Frage ist, ist das hier jetzt irgendwie... Also das hier sieht mehr aus wie... Vielleicht ein Mining-Ship. Deswegen nehme ich das jetzt mal, wenn ich irgendwie kann. Ah! Nee, ich wollte eigentlich in das Schiff rein. Ehrlich gesagt, wow, verwirrend. Ich komme nicht in das Schiff rein. Kann ich in das Schiff rein? Ah, okay. Missing total. Mir fehlen immer noch Kilowatt, aber... Mir fehlen immer mehr Kilowatt. Ach du Scheiße. Ist das, weil ich jetzt gerade da drauf gesprungen bin? Dass ich mich jetzt hier so ein bisschen rumbewege? Ich finde das nicht so gut, Freunde. Ich finde das überhaupt nicht gut. Jetzt verringert sich mein Kilowatt, den ich brauche wieder. Okay. Jetzt habe ich minus 14 Kilowatt. Ja. Ich verstehe es nicht. Gehen wir mal zur Plattform. Oh. Also der Jetpack hier geht echt ab. Also mein erster Eindruck von dem Spiel. Im Grunde gefällt's mir. Wenn ich wüsste, was ich machen soll. Die das Spiel gespielt haben, was glaube ich einige sind, weil das Spiel schon ein bisschen älter ist. Ein Jahr, glaube ich, inzwischen ungefähr. Werden sich jetzt vermutlich die ganze Zeit schon facepalmen. Vor allem, weil ich hier genau an einem Asteroiden stehe. Vielleicht sollte man mal irgendwie versuchen, was mit diesem Asteroiden zu tun. Was haben wir denn hier? Das sieht doch... Ja, das sieht nicht gesund aus. Das sieht alienhaft aus. Nachher kommen hier Aliens rausgekrochen. Hier die Crisis Aliens, die machen mich tot. Jetpack off. Oh. Ja, das war jetzt nicht so gut. Und das hier passiert, wenn euch die Energie ausläuft, glaube ich. Vielleicht.
Vielleicht sterben wir auch einfach an Sauerstoff. Entzug. Aber... Was soll ich tun? Ist das ein Mining Laser? Kann das sein? Ist das gar kein... Gar keine Kanone? Aber es sieht sehr kanonisch aus. Es ist eine Minigun, verdammt.